zu erkennen. Ein weicher, runder Wein ohne störende Tannine und trotzdem mit einer fülligen Länge. Diese Eigenschaften machen den Pinot Noir in der Top-Qualität auch international so einzigartig. Eine Rebsorte, die sehr viel Feingefühl vom Winzer abverlangt, weshalb sie auch gerne als die Diva des Rotweines bezeichnet wird. Ja, der Pinot Noir ist einfach sehr empfindlich, ist im Weingarten keine einfache Sorte, also es ist sehr viel Handarbeit notwendig, um Top-Qualitäten zu erzielen, und wenn du einen kleinen Fehler machst, ist er eben sehr angeriert und darum die Diva. Der Umgang mit der Traube ist auch die große Kunst der Burgundermacher. Die Weine widerspiegeln viel Erfahrung und die Leidenschaft der einzelnen Winzer. Größte Sorgfalt ist auch im Keller geboten, wenn etwa Weine, die über ein Jahr im Barriquas gereift sind, nun zur Harmonisierung in den Stahltank abgezogen werden. Ein gewisses Lehrgeld haben die Pinot-Tüftler aus der Thermenregion allerdings bei der Auswahl des geeigneten Holzfasses investieren müssen. Und vor allem Zeit, bedenkt man, dass die Ergebnisse ja nur alle Jahre bewertet werden können. Na ja, wir haben Fässer gesucht, die für unseren Weintyp passen, für den Weintyp, den wir eigentlich machen wollen. Das heißt, das Holz sollte eher minimal sein, es sollen eher Gerbstoffe dazukommen, es sollte die Frucht von Bienen nicht zugedeckt sein, es soll quasi diesen rotbeerigen Typus, der sollte rauskommen und nicht jetzt, dass wir das mit zu viel Holz zumachen, ganz einfach. Und da haben wir natürlich sehr, sehr viel probiert und ja, sind jetzt auf halt die Fasseln gekommen, die uns jetzt für den Bienen am besten taugen nicht. Mittlerweile sind die Burgundermacher auch international gefragt. Mit Kreativität, junger Dynamik und fundiertem Wissen setzen sie klare Maßstäbe. In einer Weinwelt, die klar differenziert wird. Es gibt Rotweine, Weißweine und es gibt den Pinot Noir. Und das zeichnet nachher wirklich am Winzer aus, ob er mit dem Wein oder mit der Rebe eben umgehen kann. Wobei es ja nicht nur beim Produzieren selbst bleibt, bei Pinot Noir. Also er ist nicht nur schwierig im Weingarten und im Keller. Er ist auch schwierig zum Verstehen, das heißt am Gaumen braucht man schon ein bisschen ein Mundgefühl für Wein. Und speziell für Pinot Noir, dass man den Wein auch richtig versteht. Dazu gehört auch das entsprechende Glas. Es ist großbauchiger als herkömmliche Rotweingläser. Dadurch kommen die typischen rotbeerigen Aromen des Pinot Noir mit all seiner Eleganz und Finesse erst so richtig zur Geltung. Jungweinfestival kooperieren die Burgundermacher mit So schmeckt Niederösterreich, einer Initiative von Landeshauptmann Erik Bröll und Landesrat Stefan Bernkopf, um Konsumenten niederösterreichische Lebensmittel noch schmackhafter zu machen. Die Burgundermacher stellten bei der Präsentation der Top 100 Weine der Thermenregion im Museumsquartier 27 Weine und sind damit die erfolgreichste Winzervereinigung der Region. Bei ihren vielen Nachforschungen haben die Burgundermacher festgestellt, dass es in Frankreich ein Gebiet gibt, das sich nach ihnen benannt hat. Kurz entschlossen wurde entschieden, diesem Gebiet heuer im Sommer einen Besuch abzustatten. Mit der Übernahme von Opel durch Magnas Mr. Frank setzt der Autokonzern auf neue, umweltfreundliche Technologien. Durch diese zukunftsweisenden Entscheidungen sollen Arbeitsplätze im Opel-Konzern gesichert werden.
Bei der diesjährigen Automesse in Frankfurt wurde das neueste Modell des Konzerns Opel Horse der Öffentlichkeit präsentiert. Bei einem Besuch des neuen Opel-Eigentümers in Wien war Wein im Bild exklusiv mit einem Fernsehteam dabei.